Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir machen heute mal eine kurze Folge, würde ich vermuten. Und zwar hatte Tagträumer gesagt, dass es hier neben Silvios Zimmer eine Abstellkammer gibt. Ich meine, ich weiß, wo er meint. Und dort befindet sich ein Schiff, das man zerschießen kann und er würde gerne sehen, was darin ist. Und da würde ich sagen, mich interessiert das auch, also finden wir das mal raus. Wir nehmen uns hier, ja, was weiß ich, eine schön leise Waffe mit auf jeden Fall. Außerdem, Dietrich werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, denke ich. Was sollen wir denn noch mitnehmen? Irgendwas, womit man Spaß haben kann? Ach, was weiß ich, den verdeckbaren Schlagstock. Total egal. So, und dann schmuggeln wir uns in die Villa Vorratskammer, in die Villa Garage, in die Villa Garage. Schmuggeln wir uns eine schallgedämpfte Schrotflinte. Ach so, da kann man nur was Kleines hinschmuggeln. Oh, schade. Dann müssen wir ja es uns in die Ruinen reinschmuggeln, wie es aussieht. Wir könnten es auch in unseren Unterschlupf reinschmuggeln, aber die Ruinen sind genauso dicht dran. So, und da brauchen wir jetzt eine Schrotflinte. Und zwar eine schallgedämpfte Schrotflinte am besten. Mit der dürfte sich das. Oh, welche nehmen wir denn mit? Die NRAM? Oder die. Ach so, das ist schon ein Sturmgewehr. Die sehen so gleich aus. Was soll das? So, okay, also die schallgedämpfte Schrotflinte nehmen wir mit. Mit der kann man sowieso Unmengen von Spaß haben. Und dann legen wir mal los. Also, wir werden die Mission hier nicht durchspielen, auf jeden Fall. Sondern wir werden nur mal gucken, was sich in diesem Schiff befindet. Also heute ziemlich kurz das Ganze. Und ja, ich ziehe das ein bisschen künstlich in die Länge, indem ich euch hier das ganze Ding zeige und so. Tut mir leid, Leute, da müsst ihr jetzt durch. Aber ich werde die Gelegenheit einfach mal nutzen, um mich bei euch zu That is bedanken. Francesca DeSantis. Für die Unterstützung für diese Reihe hier, die ist nämlich großartig, finde ich. Okay, da ist mein Laufknopf. Die ist nämlich tatsächlich großartig, die Unterstützung. Also das gucken immer so viele Leute und ich bekomme ja auch immer hilfreiche Kommentare auf jeden Fall, nette Kommentare, eine Menge Anfragen von wegen, mach mal dies, mach mal das. Hier ist auch so ein Schiff. Vielleicht können wir das auch zerschießen nachher. Und da freue ich mich auch immer drüber, ne, wenn jemand irgendwas sehen will. Weil ich meine, so langsam geht uns auf jeden Fall der Inhalt aus hier. Und deswegen, wenn ihr was sehen wollt, freue ich mich immer. Okay? Ansonsten ergibt es nämlich für mich gar keinen Sinn, Hitman zu spielen, muss ich sagen. Oh, okay. Da habe ich den Bobble nicht über den Kopf gesehen. Macht nichts. Verfolgt uns jetzt wirklich, ja? Naja. Was soll's? Es ist hier nicht. Ach so, hier ist der Eingang. Ach, das sind gar nicht die Ruinen, wo die Schrotflinte ist. Das sind die Ruinen unten am Wasser. Ach, scheiße. Ja, hätte ich es mal doch woanders versteckt. Ja, komme ich von hier aus gar nicht zu den Ruinen? Doch, ich muss oben lang laufen. Ach, und da muss ich doch auch wieder an Typen vorbei, die mich durchschauen und so. Ist doch hässlich. So, auf jeden Fall freue ich mich dann immer. Ich werde nicht alles machen von dem, was ihr sehen wollt. Das sage ich euch vorneweg. Ja, zum Beispiel komme ich hier hinten gar nicht geschickt lang. Zum Beispiel, ne, in Colorado gibt es so ein paar Herausforderungen, die mache ich einfach nicht, weil mir der Level tierisch auf den Keks geht. Zumindest habe ich da im Moment keine Lust zu. Vielleicht mache ich das irgendwann mal später, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mal gucken. Okay, das war interessant. Hier kann man direkt an dem Typen vorbeilaufen. Das würde ich ja auch eher als Bug einstufen. Achso, die Tür ist gar nicht verschlossen. Ich dachte, die wäre verschlossen. Ist sie nicht. So, jetzt muss ich hier bis ganz hoch rennen. Ja, jedenfalls werde ich nicht alles machen, weil einige Sachen gehen mir auf den Sack. Da habe ich keinen Bock drauf, ne? Gerade Colorado, wo die Gegnerverteilung halt sehr, sehr kompliziert ist. Und wenn ich das halt ohne Instinkt spiele, dann ist es für mich einfach nur frustrierend an einigen Stellen, wo man Leute umbringen muss. Also kurze Sachen zeige ich ja gerne, aber die ganze Mission da zu spielen irgendwie,
Ah, hier komme ich gar nicht runter. Die ganze Mission zu spielen in Colorado, da habe ich im Moment echt keinen Nerv für, muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, Leute. Also ihr könnt euch immer gerne was wünschen, gar kein Problem. Ich kann euch... Ja, ja. Nur nicht versprechen, dass ich alles davon mache oder sofort mache. Ja, im Moment kommen ja noch Ziele hier raus, schwer zu fassende, und ein paar Eskalationen haben wir und so weiter und so fort. Also da sind wir mindestens an 1 bis 2 Tagen in der Woche beschäftigt mit Hitman. So, Silvios Zimmer. Eine Überwachungskamera hat mich gefilmt. Hi Leute, alles gut? Ja, sehr schön. So, Silvios Zimmer. Hier drüben hoch, wenn ich mich nicht irre. Werden wir eigentlich durchsucht als Bodyguard? Ich hoffe nicht. Hey, what's up? Nee, werden wir nicht. Finde ich sehr gut. So, und dann müsste hier eigentlich gleich die Abstellkammer sein, oder? Irre ich mich jetzt? Ja, ich irre mich. Hier ist nämlich das Büro von der guten Frau Doktor. Geil, ich habe mich verlaufen. Oh, hier ist noch ein Bad. Das wusste ich gar nicht. Hinten gibt es ein Badezimmer. Da sehen wir eine an. Wieder was Neues rausgefunden. Da ist Silvios Zimmer. Da müssen wir irgendwie rein. Nö, keine Lust. Oh, der jagt uns. Das finde ich nicht gut. Komm doch mal um die Ecke. Was ist denn der? Ach, hier hinter uns. So, hier ist ein Schiff. Und da drin befindet sich ein Virusprototyp. Oh, okay, interessant. Ein früher Prototyp von Carusos Virus, offenbar mit Francesca De Santis DNA kodiert. Die Probe ist außerhalb des Labors zwar vermutlich nicht lange überlebensfähig, aber das DNA-Targeting funktioniert. Aha, interessant. So kann man also Francesca De Santis töten. Wahrscheinlich. Ich meine, wenn wir den Virus im Labor freisetzen, ist sie ansonsten auch tot. Aber so können wir nur Francesca De Santis töten. Das heißt, wenn man das Ding einfach austauscht gegen das normale Virus und dann, wenn Francesca im Labor ist, die geht ja immer ohne Schutzanzug rein, das Ding einfach loslässt, tötet man nur Francesca De Santis. Das ist interessant, das ist cool. Das wusste ich nicht. Cool, also Tagträumer, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. So, wo ist denn hier mein Nachladeknopf gerade? Der ist irgendwie... Ach, da habe ich ihn hingelegt. Alles klar. Ja, ich will doch gar nicht entkommen. Will ich entkommen? Ich weiß gar nicht, will ich entkommen? Ich will ja noch ein bisschen Spaß haben. Verhaftet's. Am Arsch. Ja, ich befürchte, irgendwann wird uns einfach die Munition ausgehen. So, ich glaube, hier oben war das zweite Schiff, ne? Was ich mir auch nochmal angucken wollte. Hier hinten, links um die Ecke. Genau. Darin befindet sich gar nichts. Okay, gut. Dann, war's das? Denke ich. Wir sind nicht komplett aufgeflogen irgendwie. Können wir eigentlich Francesca De Santis und so jetzt töten? Wo sind denn die hingebracht worden? Achso, da wird uns jetzt die Möglichkeit angezeigt. Ah, ich dachte, das hätte ich mal deaktiviert. Habe ich scheinbar nicht. Ja, aber warum
Achso, hier. Die sind also unter uns. Wahrscheinlich in der Höhle drin irgendwo. Aber kommen wir da auch rein? Ich meine, wir können das Virus zerstören und alles, kein Problem. Ach, hier hinten will ich gar nicht lang rennen. Da ist mir gerade zu viel Betrieb. Hier geht es auch nicht durch. Ja, uns unten in die Höhle einzuschleichen, nee, lass mal nicht machen. Ich werde die Mission hier einfach abbrechen an der Stelle. Wir haben nicht das ganze Ding aufgescheucht, wir haben nur einen Flügel hier eliminiert. Das muss für heute reichen. Wenn Francesca und Silvio jetzt wiederkommen würden irgendwie, dann würde ich hier nochmal die umbringen, aber ansonsten lassen wir es einfach. Das mit dem Virus, wo ist denn hier das Ding? Ach da. Das mit dem Virus ist natürlich eine coole Sache. Muss man einfach mal wissen. Cool, dass ich das bis jetzt nicht entdeckt hatte. Nochmal danke an Tagträumer, der auch fleißig kommentiert, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch Jungs und Mädels, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.